Der erste Heizer steht wieder am Kessel. Kevin Kittler rückt nach der Rotsperre von Paczynski in die Innenverteidigung. Sturmschäden schon vor dem Spiel, der heftige Wind, zunächst Verbündeter des 1. FC Lok, der mit diesem Freistoß beginnt. Ventschuch. Und da ist der Kapitän Kevin Kittler bei Standards immer mit vorn. Backträder Özkan Gümüş muss auf 5 Stammkräfte verzichten. Er sieht seine Mannschaft unter Druck. Freistoß, wieder Kittler. Schwacher Kopfball von Popov. Zielinski, gute Chance. Babin, der Russe im Kasten von Back, muss hier alles zeigen. Starke Aktion von Sebastian Zielinski. 9 Minuten gespielt. Einwurf Popov. Behnke gegen Scheibe. Krug mit dem Fuß. Çubukçu, der trifft den eigenen Mann. Vom Rücken von Avcıoğlu geht die Kugel über den Kasten. Heiko Scholz war mit der Einstellung und taktischen Disziplin beim 1:0-Erfolg gegen Zwickau zufrieden. Er will jetzt mehr, will auch auswärts was Zählbares mitnehmen. Wieder Leipzig, wieder ein Standard. Ventschuch mit rechts und viel Effet. Sababin genau in die Füße von Kittler. Dritte torgefährliche Aktion des 32-jährigen Kapitäns. Die Berliner nach 9 Spieltagen noch Tabellenführer, haben 7-mal in Folge verloren. Man spürt die Unsicherheit. Vielleicht jetzt Çubukçu auf Avcıoğlu. Erste ernsthafte Prüfung für Lokkeeper Julien Lattendresse. Im Franco-Kanadier 23 Minuten sind jetzt vorbei. Lok stellt gut die Räume zu. Der Berliner AK findet kaum Anspielmöglichkeiten. Aber das haben sie jetzt gut gemacht. Touré und Leipzigs junger Keeper muss da alles riskieren. Schöner Pass von Turan. Gündüzer lässt durch und Touré einen Schritt zu spät. 40. Minute, Einwurf, Scheibe. Zielinski. Marcolo, gut gemacht. Grantner, Marcolo, starker Spielzug, kein Foul. Turan, einen Tick eher am Ball als der Italiener Gianluca Mazzulo. 0:0 zur Pause, der Lokanhang zufrieden. Das Hinspiel haben die Leipziger erst in der Schlussphase mit 0:2 verloren. Hier halten sie den Ball weit vom eigenen Tor weg. Zielinski auf Trojant. Und Grantner im Fallen. Grantner, der mit seinem Tor gegen Zwickau auch den Volltreffer der Woche erzielte, trifft hier den Ball nicht. Lok aus der eigenen Hälfte mit Pejic. Sehr offensiv freudig. Zielinski, außen wartet Marcolo. Marcolo. Immer noch Marcolo. Da fehlt wirklich nicht viel. Sababin verständlich sauer mit seinen Vorderleuten nach dieser Chance des Italieners. Die Berliner wollen nach 5 Heimpleiten in Folge endlich mal wieder gewinnen. Der eingewechselte Hartmann gegen Pejic und Ventschuch. Lattendresse, super Parade. Starke Einzelleistung vom kleinen Lennart Hartmann, der aber im Lokkeeper seinen Meister findet. Boaci ist bei den Berlinern gekommen und am Ball. Gute Vorlage für Hartmann. Aber dieser Schuss kein Problem. Andere Seite, Freistoß Lok. Grantner und Krug, der Innenverteidiger, einen Tick zu spät. Leipzig hat Chancen, oft fehlen nur die berühmten Zentimeter. Die Schlussphase und plötzlich wackelt die Null bei der Lok. Fehler Lattendresse, aber der Kapitän rückt das Ganze wieder gerade. Backlog torlos, Reinhard Wolf mit den Beteiligten. Ja, in unserer Lage wären Dreier besser gewesen, aber wir müssen uns da nach wenig ernähren, sage ich mal so. Wir haben einen Dreier gegen Zwickau, wir wollten heute unbedingt was holen. Meiner Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen, die haben alles gegeben. Vorne hat ein bisschen Glück gefehlt. Hinten haben wir kaum was zugelassen, bis auf die letzten 2-3 Minuten. Da kam BHK nochmal nach vorne, aber sonst kann ich mit der Leistung leben. Ja. Wir haben ein großes Spiel Freitag gegen Rathenow und wir mussten 3 Punkte abholen. Und ja, ich glaube, wir haben eine Chance. Also wir müssen nur jeden Spiel einen Punkt oder 3 Punkte nehmen. Und, ja. Für die 500 mitgereisten Fans hat sich der Ausflug in die Hauptstadt gelohnt. Und mit dem Punktgewinn gibt Lok endlich die rote Laterne ab.